Und das passiert, wenn man einen Auszubildenden diese Pizzakombination zusammenstellen lässt. Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich die neueste Aktionspizza von Domino's, wenn auch recht kurzweilig. Die Aktion geht nur einen Monat lang, also bis einschließlich dem 30.11. Seid also schnell, wenn ihr die auch probieren wollt. Und zwar heißt die Pizza Udice and Cream. Das ist eine Pizza mit Sahnesoße als Basis. Des Weiteren haben wir da Hähnchen drauf, Champignons, Mais und Mozzarella und eigentlich auch Röstzwiebeln. Die vermisse ich bei mir. Ein bisschen schade. Ich habe mir mal ein Stückchen abgemacht von der Pizza und hier sehe ich eindeutig halt die Zutaten drauf, Champignons, Mais, den Käse und auch die Sahnesoße. Des Weiteren das Hähnchen auch. Das sieht ein bisschen aus wie das von Subway. Also so lala, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz probiere ich mal diese Kombination von dem Azubi Udai wahrscheinlich. Mal sehen. Okay. Geht klar. Oh, ja. Sehr cremig die Pizza, halt eben durch die Sahnesoße. Leckerer, überwiegender Champignon-Geschmack. Das Hähnchen kommt nicht wirklich durch, wie ich finde. Und zu dem Domino's-Teig sage ich nichts mehr. Also da habe ich in genügend Videos meinen Senf zugegeben. Aber so gesehen, also die Kombination hat er echt nice gemacht, wie ich finde. Nur, ja, ist halt eben eine Domino's-Pizza, sage ich mal. Muss man mögen. Habt ihr die mal probiert? Ich meine, die gibt es ja jetzt schon seit, weiß nicht, über 20 Tagen. Lasst mich einfach mal in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmackofatz. Doch noch. Hier, ne? Ah, dann muss ich das wohl ändern. Und das Hähnchen, das erinnert mich ein bisschen an dieses Subway-Hähnchen. Halt, ja, nicht wirklich verrückt. Ich hab mir hier... bleib hier. Das nervt mich jetzt. Mach ich das jetzt schon, oder? Nein! Oh nein! Oh boy, Alex, Alter. Ja, ich muss das gleich richtig machen. Scheiße. Ich dachte, das wäre zum Abmachen. Ja, okay. GG. Jetzt muss ich das irgendwie abkriegen noch. Hier soll ein Bild hin und irgendwie habe ich einen Knick in der Optik gehabt, weil ich dachte, das passt eigentlich. Aber ich bin einfach breiter, als ich dachte. Naja, so ein Spiegel zu Hause wäre was Feines. Warte. Aber, ja, oh shit, ja, das bleibt jetzt da. Okay, das ist für einen anderen Tag.